Und es kann losgehen in den Bonewerks. Das nächste große Gebiet, aber wenn man so will, das vorletzte große Gebiet, ne? Danach gibt es noch ein bisschen Rumalberei am Bahnhof und dann die Soulstorm-Brauerei. Aha. Ich freue mich drauf. Hier wird ein bisschen Geschick erforderlich sein. Das ist der Chef hier, Direktor Flag. Außer Betrieb. Der erinnert mich ein bisschen an den Oberbösewicht von die Dinos. Oder Oberbösewicht, der Chef von dem. Ihr wisst schon. Wisst ihr überhaupt noch, was ich meine? Die Dinos, diese alte. Oh mein Gott, Sneaks natürlich. Haha. Die Serie da mit den Puppen. Tschüss, Mann. Sag mal, zählt das als Bereich? Erster Flügel. Okay, okay, okay. Flügel waren das hier. Zwischensequenz, die News. Er rockt mit seinem Nachrichtenstab. Die McGurks auf dem Vormarsch. Nachrichten und Unterhaltung. Direktor Flag meldet schwere Produktionsrückgänge. Es ist nicht mein Verschulden, da steckt dieser Ape dahinter. Zuerst Rapture Farms, jetzt auch Necromines. Das heißt totaler Bau aller Vorräte. Es gibt keine Knochen, also keine Brühe. Es tut mir leid, ich kann nicht das Geringste dafür. Meine ganze Karriere ist gefährdet. Und daran ist nur dieser blau-graue Maulheld in Schnürsenkel schuld. Diese Sendung sponserte Scrap Cakes. Mhm, Cracker, lecker wie vom Bäcker. Nach der Werbung würde ich sofort Scrap Cakes kaufen. Ja, 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 ja. Und der Direktor Flag weiß noch gar nichts davon, dass die Sleek Barracks auch den Bach runtergehen. Oder gegangen sind. Und ich unterwegs bin. Blaugrauer Maulheld in Schnürsenkeln. Das ist auch eine interessante. Wie soll ich sagen? Interpretationssache. Manche haben auch schon gefragt, warum hat Ape den Mund verbunden bekommen? Oder zugenäht bekommen? Ja, er kann ja reden, ne? Aber das ist so ein bisschen als Witz noch. Ich glaube, die stehen da gut, ne? Ah, ich muss beide gleichzeitig betätigen. Was ist hier bloß los? Und ein Secret, und ein Secret. Ich muss es ausprobieren. Wenn es hier ein Secret gibt, ist ja nicht auszuschließen, dass es da unten ist. Ich sehe die grünen Flaschen, deswegen weiß ich, hier irgendwo muss etwas sein. Ich weiß aber vom, ich glaube, zweiten bis sechsten Flügel gibt es überhaupt keine Mudarkens. Das ist der Witz. Riesen. Beeil dich! Und zusammen können wir das betätigen. Warte doch da. Warum lachst du? Er lacht einfach. Das ist schon wieder irgendwas, ich weiß nicht, das hat Hintergründe. Hat doch gezählt, ne? Das ist gut. Und jetzt? Nein? Warum macht das Ding wieder aus? Musst du oben erst was betätigen? Hä? Jetzt muss es funzen gleich. Warte. Sehr gut. Ich will den noch nicht retten. Irgendwie ist es mir noch ein bisschen suspekt, der komplette Abschnitt. Tödlich sein. Schild euer Leben. Ich kann jetzt hier hin. Oh, bitte. Wo soll hier ein Secret sein? Aha, aha. Oben gestreckt. Nee, ach, eine Tür! Ich dachte, ich hätte mich nach oben irgendwo festgehalten. Nein, da ist eine Tür eiskalt. Ich teleportiere mich nach unten. Ja, und dann?
Oh, das wird ein Vergnügen. Das wird ein Vergnügen. Irgendwann muss das passieren. Was ist das für eine Aneinanderreihung von Ereignissen und... Ekelhaftig. Nichts, was wir nicht hinkriegen, Abe. Ein bisschen schneller sein müssen. So, warte, dann komme ich oben raus. Ich muss gucken, was der da oben eigentlich genau macht. Was? Ja, das war so eine präzise Abfolge. Irgendwie war da eine richtige Reihenfolge, wie man das zu gehen hat. Unten, dann ist so ein Teleporter und ein Brunnen und all das. Aber ich hab's nicht geblickt. Ich weiß es nicht auswendig, Alter. Ich werde einfach mal drauf losrennen. Irgendwas passiert schon. Mehr als die zwei Modakens habe ich in dem Secret auch noch nicht gesehen, oder? 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 Wozu das Ganze? Ich könnte hier chanten, aber ich muss im Hintergrund sein. Und da kommen wir bestimmt gleich hin. Ich muss den Hebel ziehen, das ist der Witz. Ein sehr unlustiger Witz für meine Begriffe. So. Okay. Alles gut. Alles wird gut. So gut. Ich hätte lieber den oberen genommen. Das bringt mich auch hier hin. Schön. Muss die Sticks um die Ecke bringen. Gut. Den unteren kann ich mich nicht kümmern. Schön die Gefahr aus dem Weg räumen. Wir haben alle keinen Bock auf dich, verstehst du? Splattet. Aber in Sicherheit sind die trotzdem nicht, oder? Nervdezent. Oder? Oh, auch das noch. Sorry. Okay. Sorry. Okay. Boah, der kann trotzdem zielen. Ich dachte, der unten, da kann das nicht. Ich werde mal sehen, was die nicht alles können. Warum zählen bei euch die Teleporter nicht oder die Bodenplatten? Gemein. So, das war also der Flügel Nummer 1. Alter, hier geht noch der Punk ab. Das ist eine Tür. Episch. Kannst du es noch kurz zumachen, dann retten wir den Kollegen. Geht das nicht? Jo, an die Arbeit. Wir retten dich. Aber ob es das war, ist eine andere Frage. Was ging jetzt hier noch ab? Ah, der Slurk ist auch schon losgedüst. Da können die Slurks mir auch egal sein. Jetzt hätte ich irgendwas vermasselt. Hi. Das kurz abchecken, ob da was ist. Hier ist noch was. Ja, geil.
Warum komme ich? Ich komme da doch niemals hin. Doch komme ich. Zwei Secrets in einem Flügel. Nicht schlecht. Und danach war es erstmal für lange Zeit. Das ist halt auch der Witz. 169. 31. Ah, ich hab's kommen sehen. Eigentlich hab ich's nicht kommen sehen. Ich hab's nur kommen sehen, dass ich's irgendwann kommen sehe. Versteht ihr? Das müsste eigentlich jetzt alles an Modakens für lange, lange Zeit gewesen sein. So. Aber wie kommen wir raus? Sogar mit Abkürzung, wie apart, wie mitdenkend, wie kooperativ. Vielen Dank. Die Bonewerks, die Bonewerks. Ausgang ohne Wiederkehr. Flügel Nummer 1. Scrapkekse, man gönnt sich ja sonst nichts. Gibt's aber bestimmt auch als Fanartikel. Paramite-Pasteten, Scrapkekse. Flügel Nummer 2. Abgebildet. Ich muss hier hoch. Schlechte Erfahrungen damit gemacht, an sowas zu nah ranzukommen. Weil ich hab ja noch. Jetzt habe ich 5. Konnte ich das wirklich komplett wegschmeißen? WTF? So, beachte die Sleeks im Hintergrund und die Slokes im Vordergrund. Weißt du was, du kriegst instant was. Du bist doch wach. Oh, da kommt er auch schon. Ah, ich kann Fleisch werfen. Wir machen das. Was war denn das für ein Flügel? Da war ja gar nichts. Das kommt halt einem so rüber, wenn man keine Modakens rettet. Wenn man das Spiel macht, ohne drauf Wert zu legen, was mit den Kumpels von Abe passiert. Das ist schon mal ganz schnell so. Hm, und was mach ich nun mit den Sneaks? Da muss ich also genug Zeit rausholen, bis die wieder irgendwie sich denken, hm, war wohl nichts. Und dann ab dafür, was? So zum Beispiel. Okay, das war Flügel Nummer 2. Lorenspaß? Oh, es ist schön. Darauf hat die Welt gewartet. Und das sogar rücksichtslos, wisst ihr. Brauchen überhaupt nicht aufpassen. Der dritte Flügel. Was ich aufpassen sollte, ist auf mein Leben. Alles cool. Es tut so gut. Wir kennen es ja aus den Stollen. Jetzt wird's zermatscht, ey. So was habt ihr noch nicht erlebt. Bye bye, my lord. Und das war dann auch schon wieder der dritte Flügel. Ey, auch mit so einem schelmischen. Tut gut, ne? Es ist Schadenfreude. Um es mal dezent auszudrücken. Schadenfreude. Aha. Bewacht wie die Soulstorm-Brauerei. Weck doch deine Kumpels nicht. Oh, Moment, Moment, Moment. Die checken nicht mal, dass er von mir ist, oder? Dann müssen die mich eigentlich normal begrüßen.
Werden wir sehen. Ah, ich bin nur ein Sneak, wie ihr auch. Schade. Das will ich gerade nochmal neu machen. Weil ich will meinen eigentlich behalten. Der andere kann seine Kumpels ruhig umlegen. Und ich lege auch noch welche um, aber ich verdufte und rette meine eigene Haut. Kommt ihr rüber? Der andere nicht. Ich halt zu dir. Das mit den Türen muss ich noch mal ein bisschen rausfriemeln. Sind die auch einfach so miteinander verbunden? Wo wäre dann der Sinn? Das ist ein guter Durchrush hier. Das gefällt mir echt gut. Guck mal hier rein. Hä? Wozu? Um den zu übernehmen? Das ist ein bisschen unnötig. Willkommen im vierten Flügel. Ist eine Tür mehr Gentleman-like? Also ich würde auch lieber eine Tür nehmen, als mich so blitztechnisch zu teleportieren. Also Teleportation finde ich ja ganz interessant, aber wenn ich dasselbe Ergebnis so erzielen kann, mit einer Tür durchschreiten, dann würde ich im Real Life wohl das bevorzugen. Und das war auch schon der vierte. Jetzt kommt Flügel Nummer 5. Das wird auch nur eine Schnitzeljagd, wenn ich das so sehe. Das war der fünfte Flügel. Ey, was geht eigentlich ab? Die sind viel zu kurz. Aber keine Rätsel, keine super schlimmen Sachen. Eigentlich genau das, was wir mal wollten. So ein bisschen nach den Sleek-Barracks. Eigentlich tut das gut. Das ist echt für die Seele. Balsam für die Seele. Aber hier, das kommt mir sehr spanisch vor. Warum schießt ihr einfach? Hobbylos? Sleeks halt, ne? Sleeks. Da kennen die gar nichts. Für was sollen die ihre Waffe sonst benutzen? Muss ich erstmal schauen, was links ist, was rechts ist. Okay. Hatte jemand Bock, Grafiken zu erstellen? Vorsichtslog. Warum sollte ich die wecken? Da geht es scheinbar weiter. Also kann sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rechts im Schatten stehe. Das ist nicht so pechschwarz wie in der Mitte und links. Werde es gleich rausfinden. Aber wie findet ihr das, dass wir da schon relativ schnell quasi die kompletten Boneworks... Shit, arg! Dass wir die dann fast komplett geschafft haben. Ne? WTF? Oder? WTF? Schaffe ich es noch nach ganz links? Rennend? Kommt auf den Versuch an. Warum schießt der instant? Das verstehe ich nicht. Er kann mich nicht sehen. Na, ich komme nicht reingeschlichen. Ich versuche mal da zu rennen, davor zu bremsen, aber dann erschießt der mich, weil der sieht mich definitiv. Das check ich nicht. Ich komme ja, wenn du so abbremst, dann zählt das ja nicht als Rennen oder was. Eigentlich ist das Sleek dementsprechend programmiert.
Nochmal. Schon besser. Was? Fleisch? Ich habe Fleisch. Warum hätte ich das holen sollen? Kann ich die übernehmen? Kann ich nicht. Das war alles. Du sollst Fleisch holen. Ich hab doch noch. Dafür ist der ganze Klumbatsch. Och nee. Du sollst nur an den Slugs vorbei, ganz rechts. Oh, ey. Witzlos. Übereifer, okay? Das war mein Fail. Übereifer. Hä, aber kann ich die Slugs nicht einfach da runter schicken? Wenn ich gleich nochmal da an der Stelle bin, dann gucke ich mir das an. Doch. Ist das blöd? Also die wollen, dass du Fleisch holst, dass wenn ich hier drauf trete und die Tür, die ich durchschreiten möchte, offen ist, ne, dass das Fleisch die ablenkt und ich kann durch die Tür. Aber ist es nicht auch möglich? So, alle jagen mich. Die ist das Ananas. Ist es nicht auch möglich, den hier zu machen? Reich links ist so für die Katz. Die hätten es dann mehr regulieren sollen, dass man dass man Fleisch nicht mitnehmen darf oder so. Aber das war jetzt ja wirklich. Das verstehe ich, was Lorne Lenning meinte, dass er Apes Exodus hingeklatscht hat ein bisschen. Na, jetzt sind die da. Also Bornworks wirken auf mich ja wirklich so einfach nur zack, zack, schnell, nächster. Nicht nur, wie man es durchspielt, sondern vom... vom Gefühl her einfach. Das war totaler Käse. Bornworks Bulletin. Es ist verboten, sich durch das Entführen von treuen Mitarbeitern des Bornwerks die uralten Mudakenkräfte des Shriekhul anzueignen. Zuwiderhandelte werden vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Herzlichst, Direktor Flagg. Wenigstens wird es diesmal erklärt. Also Apes Kräfte aus dem ersten Teil bekommen wir, wenn wir genug Mudakens an einem Vogelkreis versammeln. Aber dafür müssen wir die auch zusammen einlösen. Ne? Also nicht ein Mudaken und das nächste Mal wieder ein, sondern alle auf einmal, sonst geht das nicht. Flügel Nummer 7 hat wieder mehr zu bieten. Ich glaube, da gab es auch wieder Secrets. Ach, das war ein böser Flügel. Ich würde erstmal dir gerne aus der Patsche helfen. Weil es sieht einfach ungemütlich aus. Schwupp! Er ist schnell genug. Das ist eine gute Sache. Wo müssen wir denn hin mit dir? Ich glaube, hier unten war der Shriekhul-Kreis. Ganz genau. Machen wir es wie folgt. Ja, warte. Pack dich genau hier. Und nirgendwo anders. Oder wollen wir erstmal das Secret machen? Ich glaube, das macht auch noch mehr Sinn. Das müsste hier unten gewesen sein, oder nicht? Geronimo! War doch so. Weil ich noch keinen Secret Sound gehört habe. Das ist hart.
Das ist hart, Freunde der Nacht. Was machen wir mit diesem Secret? Ich denke, an der Stelle machen wir im nächsten Part mal weiter. Und dann werden wir wahrscheinlich die Bohnenwerke sogar abschließen. Direktor Flag, ich komme. Ich liefere den wieder da ab. Also bis zum nächsten Mal beim Secret. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.